Wie ich sehe, sehe ich nichts. Ich bin da dazu. Oh, ich mag keine Höhlen, bla bla bla. Geht in eine Höhle rein. Mal kurz den Stein zum Rollen bringen. Feuertour? Nee, ich bin nicht auf Abenteuer. Ja, okay, ich doch, ich bin auf Abenteuertour. Ich bin immer auf Abenteuertour. Mein Beileid. So, weiter geht's. So, hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört und wollten uns einen Thestral fangen. Es ist sehr nebelig gerade, sehr nebelig. Und oh, was ist das schon wieder für Musik? Wie ich sehe, sehe ich nichts. Ich hoffe, dass gleich einer dieser wunderschönen Kreaturen hier bei mir erscheint und sich blicken lässt. Rebellion. Hallo, ihr kleinen Frogos. Ah, nee. Mogli. Mogli. Kein Thestral schon. Ein Thestral schon. Alles klar. So, machen wir jetzt nochmal. Und. Drei. Nein, wieso ist das immer so nicht so an? Ah, nein. Ah. Das ist schwer mit dem. Mache ich vielleicht was falsch? Bitte sag mir, dass du landest. Ja, er landet. Okay. So. Volle Konzentration hier. Erreste Moment. Kein Grund zur Aufregung. Leviosa. Das war wohl nichts. No. In der Rat erzählt. Ja. Gut, wie schmeckt gut. Aber hier gibt es gerade nichts zum Looten. Ist er. Ich werde das definitiv zusammenschneiden, weil ich Fahrer sein. Thank you.
Jetzt ist alles gut. Alter. Schön. Unser erster Teestrahl haben wir endlich ich habe es endlich auf die Reihe gekriegt, einzufangen. Es hat ja nur ein paar Minuten gedauert. nee. Das waren jetzt ungefähr so 10 Minuten, wo ich darum geeiert habe. Aber es macht sich hoffentlich bezahlt. So, was hatte ich denn jetzt hier noch für einen... Was hatte ich da drauf liegen? Ja, nee, das habe ich da. Expelliarmus. Und der Rest ist, glaube ich... Ne? Ja. So. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass sie gesagt hat, ach ja, vielleicht ist da hier die Brücke, aber ich lasse mich jetzt da nicht von irritieren. Und dann wird hier weiter der Quest nachgegangen. Weil wir waren ja gerade etwas anderes am Schauen, ne? Ich habe auch gesagt, dass ich gucken wollte, wie ich jetzt fliegen kann. Aber aus irgendeinem Grund... Warte, ging das nicht irgendwie hier? Revelio. Ich meine, es wurde mir immer rechts angezeigt. Dachte ich zumindest, dass es so war. Na gut, wir werden es noch herausfinden. So. Bitte sei nicht böse. Ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Nachdem ich da jetzt auch 10 Minuten nach dem schönen TS3 gesucht habe. Warte mal hier. Was ist das? Was gibt's hier? Revelio! Ich bin da dazu. Oh, ich mag keine Höhlen, bla bla bla. Geht in eine Höhle rein. F. Gab es da nicht. Das hier. Revelio. Diese Dinger sind immer so verdächtig, ich weiß auch nicht. Kann ich hier. Ach, hier auch. Nee. Das wird sich später noch klären. Die sehen immer so aus, als wäre da irgendein Secret, aber ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, wie. So, dann folgen wir mal unserer Nabelschnur hier, die uns durch das Geäst führt. Oh ne, warum ist hier ein Explosionsding? Revelio! Oh Gott, warum müssen wir denn da durch? Oh, nee. Nee, ich gehe aus, Mom. Geh da einfach durch, ist doch egal. Oh. Au. Au, bitte. Direkt ins Wirtshaus. Ah, Gott. Dich töte ich doch schneller als ein Mond. Ich möchte aber nicht, dass du mich tötest, bitte. Das Lamm kehrt zur Schlachtbank. Oh Gott, wenn du wirklich drauf anlegst, dann kannst du nichts machen. Konnte man nicht auch irgendwie... konnte man nicht auch irgendwie... anvisieren. Das sieht doch hier schon wieder nach einer... Ach, die Quest habe ich sogar gemacht. Ich war hier schon mal. Frau, bitte. Wo muss ich lang? Da lang. Oder da lang? Nee, da lang. Okay. Was auch immer ich gerade da eingesammelt habe. War das das? Okay, anscheinend... Hat dieser Inferius einen Wolkenloch? Das muss Bardolf sein. Kinder,
Madame Baumann kann nicht wissen, was im Projekt zu gestoßen ist. Epischer Kill. So, was hast du jetzt zwischendrin gequatscht, dass sie nicht wissen will, was hier passiert ist oder was? Tagebuchantrag 2 von 2. Was sich gerade bezeugt hat, stößt mich ab. Sie haben ein Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin. Ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein, Bardolf. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf irgendwie als Nächstes dran sei. Oh Gott. Dann hat das wohl nicht geklappt, wa? Wo ist denn die Notiz 1? Rebellio! Da haben wir noch Totenköpfchen. Ah, hier. Tagebucheintrag. 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben. Aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, musste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie würden meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen. Aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu beschützen. Bardolf. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er hörte Geflüster. Einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ach, der Arme, er wollte Upper Hogsfield irgendwie retten und dann selber bald draufgegangen war. Nochmal kurz den Stein zum Rollen bringen. So. Claire Beaumont, Berichterstattung als Klärchen-Bärchen. Was können wir hier machen? Oh ne, trink doch nicht schon wieder aus fremden Bechern. Was ist denn mit dir? Dann machen wir einmal Speedreise. Euer Tour? Nee, ich bin nicht auf Abenteuer. Ja, okay, ich bin auf Abenteuertour. Ich bin immer auf Abenteuertour. So, Claire, meine Liebe. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf. Da ist die letzte Runde, haben wir ihr gute Nachrichten gegeben. Bardolf, diese Runde. Keine. Lieber Bruder. Es tut mir wirklich sehr leid, Claire. Mein Beileid. So, weiter geht's. Dann auch zur Hauptquest. Was haben wir eigentlich hier noch in der Tasche? Ach, das haben wir. Ah, das ist die Tiertasche. Alles klar.
ganzen Tagebucheinträge und das, was wir gesammelt haben, alles klar. Talente haben wir nicht. Auch gut. Ausrüstung, hier haben wir was. Oh, weiß ist aber auch Schnieken. Aber schwächer. Also nehmen wir das nicht. Kommen wir hier. Och, elegant. Mhm. Haben wir hier was Besseres? Nein. Haben wir hier was Besseres? Nein. Gut. Haben wir hier was Besseres? Nein. Auch gut. Hier. Zum Identifizieren. So, jetzt müssen wir erstmal aus dieser lauten Stadt raus. Und dann ja, geht es zu Sebastian. Wie weit ist der entfernt? 3100. Nee. Speedreise, please. Ei. Gut, hier hinten haben wir noch keine Feuerchen freigeschaltet. Dann müssen wir ja hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das sagst du immer, meine Liebe. Mit deinem kleinen Steinköpfchen. So, ich guck jetzt nochmal, wie man fliegen kann. Bis gleich. Ich habe es gefunden. Es war auf Tab. Und dann auf 3. Aber das letzte Mal einfach nur 3 gedrückt. Dann habe ich mich gewundert, oh, wieso geht das so nicht? Aber jetzt haben wir es gefunden und jetzt können wir endlich wieder ein bisschen fliegen und ein paar Ballons mitnehmen, so wie es scheint. Wir können ja wahrscheinlich eh nicht da auf diesem Berg drauf, denke ich mal. Zack. Zack. Hoppa und hoch. Yay! Kommen wir hier überhaupt drüber? Aber eine Barriere. Aber müssen sowieso mal gucken, dass wir hier auch irgendwo ein Dingens freischalten. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Okay. Aber nicht heute, mein Lieber. Nicht heute. Also mal, wir sind hier und da gibt es ein Lichtlein. Das möchte ich aktivieren, damit wir hier schneller hinkommen. Da muss ich einmal da lang. Ich glaube, hier in der Nähe. Oder? Oder irre ich mich? Ne, richtig, alles klar. Da ist es ja. Tolle, da gehen wir mal hier runter. Einfach zu fliegen. Was? Was ist das im Haus? Kann ich, wie komme ich runter? Hm? B. B. Oh Gott. Wer bist du? Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Habe ich nicht einen dabei? Stimmt. Die Welt ist kein sicherer Ort. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Oh. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Revelio. Ja, danke, ne? Das wäre ja nicht nötig gewesen. So. Dann Tap. Tap. Und 3. Dann haben wir das aktiviert. Dann gehen wir mal hier lang, weil ich glaube, auf dem Weg da hinten hin war definitiv auch noch ein anderes Flohpulverchen, was wir aktivieren konnten, um dann später die Schnellreise zu machen. Das liegt mir sehr am Herzen.
ziemlich kalt jetzt hier gerade, ne? Mit dem Wind, aber da mehr ist sie nicht. Was haben wir denn hier? Der Windmüll. Und Hobbit raus. Schön. Ah, warte, warte. Hier gibt's da vorne einen. Und einmal abschneiden. Sie werden euren der Lieben. Schlimm, dass mit Pauls Schwester. Wer ist, bitte was? Wer ist Paul? Hallo. Du gehörst. Das muss zu etwas Großem führen. Ja, was meinst du? Wer sind sie? Was meinst du mit Landes nicht möglich? Hallo, wer sind sie? Verzeihen Sie, haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Hallo, Miss Twiddle. Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Mhm. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Mhm. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Mhm. Ja, dann? Wenn es sich ergibt, werfe ich einen Blick drauf. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Das Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Auf Gravel, werte Dame, auf Gravel. Wo ist das? Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja, das machen wir. Natürlich machen wir das. Da haben wir auch noch das hier. Aber gehen wir erstmal da unten. Ah, auch wunderschön mit dieser Aussicht. Meine Güte. Würde ich gerne mal in echt sehen, sowas, ne? Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Sieht doch schon wieder wie eine Kamparena hier aus. Warum sind hier nur so viele Vasen? Rebellion. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Rebellion. Das ist ja mit unserem Rufen Rebellion hier. Ja. Ein Klaxer, vielleicht. Revelio. Und dann sehen wir die wieder richtig. Schön abhalten. Manche liegen draußen, manche liegen drinnen, weil das hat hier ein Müllhaufen da. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Das ist richtig, weil wir sie auch sehen können. Hallo? Ich habe es gleich. Nur noch eine Vase. Oh, das war's schon. Oh, hallo Merlin. Ist doch Merlin, oder? Sieht so aus. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Oh nee, das ist schon wieder so ein Dungeon-Kampf-Arena. Mhm. Gehen wir nochmal zu dieser alten, wunderschönen, geselligen, interessanten Dame zurück. Hat übrigens eine sehr angenehme Synchronstimme. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, das ist ja nicht die erste, die du hier schon siehst, meine Liebe. Ich werde ein paar Blätter werfen.
So, warte mal hier. Feuer. Wo ist noch ein Feuerchen? Da. Und. Revelio. Eins, zwei. Eins. Also. Komm, Pringo. Eins. Okay, warte, kann ich mich hier draufstellen? Komme ich dann mal hinten drauf? Fehler. Ja, das heißt, auf Wunder. Hat er die genommen? Nee, natürlich nicht. So. Einmal, ran. Komm, bring doch! Ran. Ja, komm, bring doch! Okay, dann machen wir die zuerst. Und die letzte. Nice. Diese Prüfungen in Merlins kriegen mich nicht klein. Und eine weitere. Sehr gut. So, auf geht's zu Madame Tweedle. Süßer Name. So, cute hier. Ich kann's nicht sein lassen, ne? Hallo, Homura. Einfach mal einbrechen. So. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Schmetterlinge zu Schätzen führen könnten? Wer weiß, tut mir leid, dass ich einbreche und eure Sachen suche. Oh, ein großer Tisch. Ja, das ist schön. Hallo. Und dann bin ich wieder raus. Bye. So, jetzt aber wirklich nicht ablenken lassen von irgendwelchen Türen. Ich bin immer noch zurück. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Passen Sie auf sich. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, dass er recht hatte. Das glaube ich, dass ich freuen würde. Wir haben natürlich jetzt nicht mehr die andere Quest aktiviert. Mach ich mal eben. Quest-Aufträge. Captain des Anwesens. Sebastian. Sebastian, wir sind gekommen. Wir sind am Weg. So. Nee, klick mal weiter. Ich ignoriere jetzt einfach mal die ganzen Rätsel, die hier noch offen sind. Weil wir ja auf einer Mission sind, zu Sebastian gekommen. Das ist ganz schön weit, ne? Aber ich bin froh, dass wir darüber hinwegkriegen können, nicht da unten rumlaufen müssen, gerade. Denn, wie immer, Konfrontation und Kämpfen ist nicht so meins. Mindestens, wenn ich nach langer Zeit nicht gespielt habe und dann wieder in ein Spiel reinhüpfe, wie diese. Oh, landen. Wie ein nettes kleines Örtchen. Oh. Dann. Du bist hier. Welch ein Zufall, Sebastian. Genießt du die Aussicht?
Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Alles klar, let's go. Hier lang. Folge dir. Zeig mir, wo es lang geht. Ach, Anne, ich hoffe, der kann mir helfen. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Ach, wie hübsch. Ja, dann. Na, doch mal rein, ne? Aha! Sebastian! Wo bist du? Ist das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Gott. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Oh Gott. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Ich geh da nochmal rein. Egal. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Ja, was glaube ich denn? Ein Brief von Sebastian an seine Schwester. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, ich habe es genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe, Anne. Ach, ihr zwei. Reden wir mal mit der Anne. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Ranrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Oh, das ist wieder so eine... Was sind das hier für Aussagen? Ganz ehrlich, wenn Sebastian sagt, dass sie noch nicht alles versucht haben, dann würde ich doch nicht die Hoffnung aufgeben. So. Ich kann das versuchen. Sebastian hat sich entschieden. Ihr Recht geben, ihm Recht geben. Ich gebe jetzt mal ihr Recht. Mal gucken, was das dann für eine Wendung in der Geschichte nimmt. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch.
Ich wünsche dir alles Gute. Nee, das kriegen wir hin. Gib dich nicht auf. Wir haben schon so viel geschafft, dass wir hier. Der Junge raubt mir den letzten Nerv. Ja, das glaube ich dir. Das ist anstrengend, aber gib doch nicht auf, ey. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ja. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Gebe ich jetzt nach oder ich will ihn halt auch nicht noch sauber machen. Ich verstehe, was Sie meinen, Sir. Gut, ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Egal, wir finden ein Heilmittel. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester! Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich weiß, dass er wütend ist, aber er möchte doch auch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer, als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Das tue ich nicht, mein Lieber. Das tue ich nicht. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Warte Gott. Sie haben nach etwas gegraben. Hier muss ich... Nee. Hier muss ich gleich zurück. Muss dran denken. Hoffentlich vergesse ich es nicht. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Okay. Hier entlang. Ich würde ja gern laufen, aber es geht gerade nicht. Hallo. Sorry. Ich wollte mich nicht vordrängeln. Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Mein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Ringo! Ich hab das Vision. Hallo? Accio! Bringen wir's hinter uns. Wir sind Ringo! Da bist du ja! Damit kommst du nicht davon! Ringo! 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 Ringo!
dein letzter Fehler. Oh oh. Ich wollte dich warnen. Ja, das war deutlich mehr, als ich jetzt auch erwartet habe, mein Lieber. Das kannst du mir aber glauben, ey. Gut. So. Was machst du? Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Na, das schon. Sie scheinen ihr Lager nicht auf den Grund hier aufgeschlagen zu haben. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Revelio. Gott, hier ist so eine Statue. Ja, die haben wir schon öfters gesehen. Oh, da fehlt dieses, Er hat doch mal so eine Sonne in der Hand. Können wir damit was machen? Was ist das? Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Hm. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Hier sind so viele von diesen Statuen, ne, das muss was zu bedeuten haben. Revelio. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Oh. Ich erkläre es gleich. Das ist... Das ist das Haus von... Oh. Revelio. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Warte, bevor ich jetzt mit dir rede. Looten wir hier noch eben zu Ende. Warte mal, da. Weil
Das ist das Haus von... Und dann da auf der Klippe standen die... Revelio! Nee. Was? Was? Eine Blume, okay. Sebastian, ich komm. Hoppala, hoppala. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zunutze machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Mhm. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Hm? Was? Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Gewalt. Ah, eine Treppe. Oh. Oh Gott. Revelio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Lumos. Lass mich in Ruhe. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Oh. Ich bin hier hingekommen, um zu lernen. Aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird beträchtlich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen. Aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchung fortführen. Schließlich... Aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Was ist das? Mini-Einmachgläser mit? Oh. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihren Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Bin ich hier? Lumos. Revelio. Alles, was ich passieren konnte? Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig.
Nehmen wir ihn jetzt mit. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen.